Endlich geht es wieder los. Seit Mitte August sind die meisten Spielerinnen vom SC Potsdam wieder im Training, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Für eine Spielerin ist der erste Auftritt der Potsdamerinnen beim Dresdner SC am 29. Oktober sicher eine ganz besondere Sache. Denn Rika Masel, die aus Erfurt zum Vizemeister wechselte, ist in Dresden geboren und spielte bis Mai 2019 für den sechsfachen deutschen Meister aus Sachsen. Gerne erinnert sich Rika Masel an die Margon Arena zurück. Also in der Margon Arena zu spielen ist auf jeden Fall immer ein Highlight. Es sind immer viele Leute da und ja, ich freue mich sehr. Auch zu ihrer Zeit hatte Alexander Weibel, der auch heute noch Trainer in Dresden ist, das Sagen. Auf was muss sich der SC Potsdam einstellen? Der Alex kennt sich aus mit jeglichen Zahlen, die man im Volleyball kennen kann und wird definitiv sein Team gut vorbereiten, da bin ich mir sicher. Dem Optimismus Masels tut das allerdings keinen Abbruch. Sie rechnet sich mit dem SC Potsdam durchaus etwas in Dresden aus. Ja, natürlich wollen wir im ersten Spiel direkt die ersten Punkte holen und wenn es sehr gut läuft, dann natürlich drei. Letztlich gilt es abzuwarten, wer am Ende die Punkte mit nach Hause nimmt. Sollte es der SC Potsdam sein, wäre es für die Volleyballerinnen aus der Landeshauptstadt Brandenburgs allemal ein gelungener Saisonstart.